Für seinen unermüdlichen und herausragenden Einsatz für die Versöhnung der deutsch-tschechischen Vergangenheit erhält der tschechische Oberbürgermeister der Stadt Brünn, Peter Vokšral, den nach dem Sozialdemokraten benannten Wenzel Jaksch Gedächtnispreis 2016 im Rahmen des Vertriebenenempfangs der SPD im Bayerischen Landtag von der Seliger Gemeinde verliehen. Sehr geehrter Herr Vokšral, Sie sind in der Tat einer, um in dem Wort von Papst Franziskus zu bleiben, der Brücken zu bauen begonnen hat und dabei ist, Mauern niederzureißen. Das ist einer der Gesichtspunkte, aus denen heraus dieser Preis, der Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis 2016, heute verliehen wird. Ich möchte auf ein Wort zurückkommen, das wir schon einmal verwendet haben bei der Verleihung dieses Preises, nämlich, dass dieser Preis auch ein Preis der Mutigen ist. Hat sich in mehreren Persönlichkeiten gezeigt, ob es Willy Brandt war, ob es Kreisky war. Und in diesem Sinne sind auch Sie einer der Mutigen, denn ich denke, es ist noch nicht so leicht, ein solches Ereignis, wie Sie es in die Wege geleitet haben, nämlich den Marsch als Lebensmarsch von Porlitz nach Brünn zurückzuorganisieren, in einem Lande, wie die Tschechische Republik es auch heute noch darstellt. In diesem Sinne aber, weil Sie dieses Werk initiiert haben, weil Sie sich eingesetzt haben für Brückenbau, für Versöhnung, dieser Preis, ein Preis übrigens, den auch Martin Schulz, meine weitere große Persönlichkeit zu nennen, der Präsident des Europaparlaments, bereits erhalten hat, auch für seine Tätigkeit, für seine Arbeit im Sinne Europas. Aus diesem Grunde, Herr Primator Vokšral, verleiht Ihnen die selige Gemeinde den Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis 2016 in Anerkennung und Würdigung der besonderen Verdienste um die Wahrung des Vermächtnisses und die Verdeutlichung der besonderen Geschichte der sudetendeutschen Arbeiterbewegung sowie das Eintreten für die friedliche Neugestaltung Europas in Freiheit, Recht und sozialer Gerechtigkeit, um die Satzungsbestimmung zu zitieren, die Grundlage für die Verleihung dieses Preises ist, an Herrn Peter Vokšral, Oberbürgermeister der Stadt Brünn in Tschechien. Wir erkennen Ihre Leistung in hohem Maße an und möchten Sie damit im Namen unserer Gemeinschaft ehren.